Hallo alle zusammen. Ist alles gut? Ist der Ton gut? Ah, leider nicht. Könnt ihr mich hören? Okay, lasst uns versuchen, eine Lösung zu finden. Ja, sounds not good. Okay, lasst uns versuchen mit einem Neustart. Let's try that. Better? Yes, Okay. super. Sorry, I'm late, guys. As you guys know, someone changed my Hallo schedule. zusammen. Wie ihr wisst, jemand hat meinen Zeitplan verändert. So, Also, today, I've heute, been trying to figure out what we're going to talk about today, because we're in wir lassen class. uns herausfinden, worüber wir heute sprechen. Heute ist unsere finale Klasse von LCI 12. And Und trying to figure out what would be lass top uns priority for today. herausfinden, was interessant wäre, heute zu lehren. Usually with review classes, we go through the Normalerweise content mit Rückblicklassen and gehen wir durch den Inhalt then we kind of maybe do a Q&A, which und is dann where machen wir einen Frage- und Antwortteil. Das werden wir heute auch machen. start off and Aber thank ich you for möchte auch am Anfang some damit of the cameras that are anfangen. on right now. Vielen Dank für alle, die die Kameras anhaben. Ich wertschätze das. Dankeschön. But what I'm wanting to do today Aber was ich heute machen möchte, ist go into a little bit more depth on etwas tiefer eintauchen in meditation das here. 10. Kapitel von Meister Shantideva, war das Very much Widmungskapitel. Wir haben nicht besonders viel Zeit damit verbracht in last class. It was in just der like letzten Klasse. Es war nur, it's like half of a class, es which war we einfach normally nur do die in like Hälfte der 10 Klasse, to about 15 die minutes. ich ungefähr in 15 Minuten zusammengefasst habe. And then, Und dann, which really at the end of the day, und wirklich am Ende des Tages, meditation is as ist important as die anything else. Widmung genauso wichtig wie alles andere, was wir And tun. Und what that means is, was das bedeutet, ist, we're going to go on a tangent, so just hold on, hold okay, on. bleib bitte dabei. We'll bring it all back Und together. wir werden es jetzt gemeinsam zusammenfügen. On a day-to-day basis. Auf einer täglichen In Basis, your normal life. Yeah, du machst dein normales your LCI Leben. classes, Einige von euch gehen zu your review den classes, ACI-Klassen, einige von euch kommen zu your review vielen classes, your online classes. ACI-Klassen, einige von euch unterstützen die ACI-Klassen die ganze Zeit. And you're out in the world. Und ihr seid draußen in der Welt. And all the other times. Und all die anderen Think Zeiten, of it.
aber insbesondere, wenn du in einer SEI-Klasse bist, denke da besonders dran. Was tust du mit dem Karma, was du bereits gemacht hast? Und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn du sagst, das Karma, was du kreiert hast, die Samen, die du gepflanzt hast, die Handlung, die du getan hast. Aber was machst du mit den Dingen, die bereits im Spiel sind? Yashe ist irgendwo in der U-Bahn. Sie ist draußen. Es ist, scheint kalt zu sein in Taiwan. Ich habe mich übrigens entschieden, nach Taiwan zu kommen, nach Kyoto. Ich bin da vom 16. bis zum 21. Dezember. Oh, du bist in London. Ah, deshalb sieht das so unglaublich kalt aus. Was machst du mit deinem Leben, wenn du zum Beispiel in der U-Bahn bist, wenn du bei der Arbeit bist oder mit deinen Eltern zusammen bist, welches karmisch natürlich vielleicht schwierig sein kann? Es hängt natürlich davon ab, wie sehr ihr euch gegenseitig liebt. Oder vielleicht sind deine Eltern nicht mehr da, aber du hast weiterhin eine Beziehung mit ihm oder mit deinem Partner. Oder all die anderen Dinge, die es tagtäglich zu tun gibt. Was machst du? Wie kommen diese Lehren zu dir, wenn du einen Streit zum Beispiel hast? Wenn jemand dich nervt? Wenn jemand dich nervt und sich vielleicht nicht entschuldigt? Dass du alles, was du haben möchtest, ist eine Entschuldigung, aber du bekommst diese Entschuldigung nicht. Was ist die Orientierung, wo dein Geist drin sein soll? Wir sprechen immer darüber, was solltest du tun, was solltest du nicht tun. Aber ich mag, über Dinge nachzudenken. Wie soll ich das sagen? Wie entwickeln wir diese Haltung in unserem Geist, sodass es nicht länger eine studierende Sache ist, dass es nicht einfach mehr, dass wir einfach nicht mehr die Bücher lesen, die Hausaufgaben machen. Ich sollte die 4 Schritte machen. Ich sollte die 4 Kräfte machen. Wie wird es eine Transformation vom intellektuellen Wissen? Transformierst du es vom intellektuellen Wissen zu einer natürlichen Haltung? Dein Geist und deine Orientierung, wie du die Welt betrachtest, ist einfach anders. Kann es automatisch so sein, dass du erscheinst als eine andere Person als die Person, die du warst, als du begonnen hast. Und jemand sagte zu mir gestern Abend etwas wie, du scheinst anders zu sein, Tim. Unterschiedlich gut oder unterschiedlich nicht gut. Was meinst du damit? Und die Person hat angefangen, mir die Unterschiede zu erklären, die sie wahrnimmt. Und ich sagte, oh, das ist interessant, weil ich die Unterschiede nicht selbst wahrnehme. Aber ich habe angefangen, darüber nachzudenken, was ist anderes? Welchen Unterschied gibt es? Und deshalb habe ich angefangen, über Shantideva nachzudenken und seine Haltung. Welche Haltung, wenn du begonnen hast zu studieren, dann ziehst die Kleidung an. Es ist wie, du gehst zu deiner ersten Anstellung und da heißt es, oh, du musst einen Anzug tragen. Du musst sehr formelle Kleidung tragen, einen Schlips jeden Tag. Und du sagst, ich weiß noch nicht mal, wie man einen Schlips bindet. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.
Also du gehst in ein Geschäft und du kaufst einen Anzug und er passt nicht. Es sieht komisch aus, weil formale Kleidung ist, scheint immer unbequem zu sein. Und dann gehst du zu YouTube und du findest heraus, wie du einen Schlips machst, bindest. Und du machst es dann zum ersten Mal und schaust im Spiegel. Und dann ist es so, dass du die Kleidung nicht wirklich gut trägst. Und du sagst, oh, das ist der erste Tag bei meinem neuen Job. Ich werde da so hingehen. Dein Schlips ist gebunden und die Kleidung ist vielleicht zu groß und es passt einfach alles nicht. Und du gehst in die U-Bahn und jeder betrachtet dich vielleicht irgendwie ein bisschen komisch. Weil es ist einfach nur so, oh, das ist, er hat noch nie vorher einen Anzug angezogen. Er weiß noch nicht mal, wie man im Anzug läuft. Ich habe High Heels probiert. Ich weiß nicht, wie ihr auf High Heels geht. Wenn du das erste Mal hohe Schuhe anziehst und du denkst dann, was machst du da? Wie gehst du in diesen hohen Schuhen? Nebenbei gesagt, es ist Spaß. Wir sprechen darüber später. Aber der Punkt ist, du fühlst dich am Anfang nicht wohl damit. Du fühlst dich am Anfang nicht wohl damit. Aber du versuchst, die Teile zu betrachten. Du versuchst, ein Bodhisattva zu sein. Und es ist so, oh, ich möchte mich um alle fühlenden Wesen kümmern. Ich habe diesen Wunsch. Ich wünschte mir die vollständige Erleuchtung zu erlangen. Ich habe es letzte Woche in der Klasse gelernt. Und ich werde ein Bodhisattva sein. Großartig. Ich werde ein Bodhisattva sein. Einfach großartig. Und dann versuchst du, Dinge zu tun, wo du denkst, dass Bodhisattvas sie tun. Du gehst in eine Klasse und denkst, oh, der Lehrer ist irgendwie cool. Und er sagt mir, wie ich ein Bodhisattva bin. Und dann fühlt es sich so an, als würdest du einfach einen zu großen Anzug tragen oder High Heels zum ersten Mal tragen. Es scheint so auszusehen, aber jeder weiß es. Jeder weiß, dass du keine Idee davon hast, was du gerade tust. Und du fühlst dich ebenfalls komisch. Das ist nicht mein normales T-Shirt und meine normale Hose. Das sind nicht nur meine normalen Schuhe. Frauen haben einen doppelten Nachteil oder eine doppelte Sache. Sie müssen einen Anzug und High Heels tragen. Es sind all diese Morgensachen, die die Menschen tun sollten. Also, wie ist eine Bewegung vom ersten Tag? Und wie bewegst du dich denn, oder wie veränderst du dich denn zu einer Person, dessen Haltung einfach normal wird? Es fühlt sich dann nicht mehr unbequem an, diese Kleidung anzuziehen. Du möchtest sie sogar anziehen. Aber ich weiß nicht, warum jemand das möchte. Aber du möchtest nur auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Du verstehst, was diese Person ist. Was ist diese Person, die natürlich auf diese Art und Weise erscheint? Wenn du 20, 30 Jahre einen Anzug trägst, und zum Beispiel wie mein Großvater, der immer noch in der Rente seinen Anzug trägt, er sitzt auf dem Sofa in einem Anzug jeden Tag, er steht auf, duscht sich, zieht einen Anzug an, geht zum Laden, kauft die Zeitung, liest die Zeitung, isst Frühstück, hat seine Rituale, er trägt keine normalen Hose. Also wie kommst du zu diesem Ort, wo du die Bodhisattva-Kleidung sehr gerne natürlich trägst? Wir sollten eine Kleiderlinie erschaffen. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Kleidungslinie ungefähr vor 14 Jahren bei YSI. Aber wie sieht dieser Prozess aus? Und wo bist du in diesem Prozess?
Wo bist du in diesem Prozess? Und wie fühlt es sich an, da drin zu sein? Weil am Anfang ist jeder sehr aufgeregt. Jeder wird sehr, sehr aufgeregt. Ja, ich werde diese Sache machen. Ich habe einen Lehrer gefunden. Ich werde versuchen, eine bessere Person zu werden, welches eine Motivation in dir ist. Es ist sehr unterschiedlich, jemanden, die Bodhisattva-Motivation zu lehren. Wenn du zu dieser Klasse kommst, und zwar regelmäßig, dann muss es eine Form von Motivation in dir sein, in dir geben. Da muss eine Motivation in dir sein. Warum würdest du 12 Wochen lang jede Woche jemanden im Zoom zuhören, wenn du nicht die Motivation selbst hättest? Ich habe eine Idee. Ich muss einmal kurz meine Notizen kontrollieren. Das ist von einer Klasse, die ich vor langer Zeit gehalten habe. Ich glaube, es dauert zu lange, wenn ich sie suche. Ich tue mein Bestes. Ich wollte euch das Tibetisch davon geben. Das ist alles. Wenn jemand die 3 Arten des Glaubens auf Tibetisch finden möchte, bitte sucht los und informiert mich darüber. Also, was am Anfang passiert, du hast eine Art von, was sagen wir, lass uns als eine Form von Admiration bezeichnen. Nein, nicht dieses. Das sind die 3 Arten von Glauben. Sie sind im Yoga Sutra, genau, nicht das, was du in den Chat geschrieben hast. Srara, und es wird Depa geschrieben auf Tibetisch. Lass es mich suchen. Lass uns in der ACIP-Datenbank nachschauen. Nicht in Vajragini. Wir möchten euch eines Tages lehren, wie du die Datenbank benutzt. Lass mich schauen, das ist es nicht. Wenn du weißt, wie die Datenbank funktioniert, kannst du alles sehr schnell finden. Lass uns schauen. In dem Moment, wo ich es jetzt vor euch suchen möchte, funktioniert es irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Moment funktioniert es irgendwie nicht. Das sind die 3 Dinge. Genau, guten Job hast du gemacht. Ah, großartig. Super, Roxana, du hast es schnell gefunden. Es sind diese 3 Arten von Glauben. Und wie kommen wir zu diesen
diesen drei Arten? Und wie? Und wie werden wir ein Bodhisattva, wo wir das einfach sind, wo deine Kleidung von außen nach innen sozusagen geht? Und dass deine Haltung, diese Haltung, dass du darin eingetaucht bist, es ist wie eine Hülle, es bedeckt dich. Es ist in dich aufgenommen, absorbiert. Jemand möchte Hi sagen. Das sind die Personen, schau. Okay, sie denkt, was auch immer. Wie sieht es aus? Wie als würdest du den Zucker in den Kaffee machen? Und zuerst, wenn du den Zucker hineinmachst, dann geht es zuerst zum Grund. Und dann fängst du an, es herumzudrehen, umzurühren. Und dann ist es noch nicht so süß. Und dann rührst du weiter um. Und dann wird der Zucker vom Kaffee aufgenommen. Und dann kannst du sie nicht mehr voneinander trennen. Auch wenn du es versuchen würdest. Du kannst den Zucker nicht mehr aus dem Wasser herausnehmen. Mach einfach dieses Beispiel. Meistens kannst du es nicht. Also, wie kommen wir zu diesem Punkt? Die Hauptidee ist, es gibt drei Arten von Schritten. Der erste ist, wir benutzen das Wort Inspiration. Wie du triffst jemanden, wo du denkst, oh, diese Person ist ziemlich cool. Ich denke, diese Person ist etwas, wie ich selbst werden möchte. Nochmal, es kommt nicht von nirgendwo her. Und wenn du wirklich verstehst, worüber wir hier über Leerheit gesprochen, dann wirst du verstehen, dass die Inspiration kommt aus einem Samen und dass ein Lehrer vor dir ist, der dich etwas lehrt. Auch das kommt aus einem Samen. Das passiert alles nicht in einem Vakuum. Es passiert nicht einfach. Es ist etwas, es kommt aus deinen Samen im ersten Moment. Aber normalerweise ist es nicht so, wie du es wahrnimmst. Du denkst, oh, das ist cool. Etwas in dir ist angezogen von einem Bodhisattva-Pfad. Und deshalb triffst du jemanden, einen Lehrer. Es heißt nicht, nur weil du in dieser Klasse bist, heißt es nicht, dass diese Person dein Lehrer ist. Ich habe viele Klassen genommen. Ich habe viele Dinge von vielen Personen Dinge gelernt. Und ich sehe sie als ein Lehrer, aber sie sind vielleicht nicht mein persönlicher Lehrer. Das ist etwas, was du selbst herausfinden musst. Geh zu unterschiedlichen Klassen. Wenn du inspiriert bist von einem Lehrer bist, dann geh zu einer anderen Klasse und sieh, wie inspiriert du von einem anderen Lehrer bist. Versuche, deine Motivation zu klären. Ist es eine reine Motivation oder bist du einfach nur angezogen von diesem Lehrer? Ich kann heute all diese Sachen thematisieren. Denkst du, dieser Lehrer ist heiß und du möchtest ihn gerne daten? Und du wirst der beste Student oder die beste Studentin. Du kontrolliere wirklich deine Motivation, weil das bleibt nicht wirklich sehr lange. Und wenn der Lehrer, das ist eine gute Ausdrucksweise, der Lehrer wird sehr lange in dir reifen, weil er dadurch schauen kann. Und das ist nicht ein Problem. Es ist nicht ein Problem, wenn du wirklich eine
Anziehung hast zu einem Lehrer, dann könnte es sich so anfühlen, als würdest du in ihn verliebt sein. Und es könnte auf diese Art und Weise sich anfühlen, weil die Liebe, die du von einem Lehrer bekommst, ist nicht eine Liebe, die du jemals zuvor erfahren hast. Deshalb, also kontrolliere deine Motivation und werde nicht traurig, wenn sie sich dich nicht daten wollen, okay? Das sind weltliche Beziehungen, sowieso. Vielleicht. Aber du hast diese Inspiration. Du schaust sie an, du hörst, was sie zu sagen haben. Du hast das Gefühl, da geht irgendwas, passiert irgendwas ziemlich Cooles und du betrachtest sie, wer sie sind. Und du versuchst sie zu prüfen und du denkst dann, diese Person hat etwas und diese Person hat etwas, was ich haben möchte. Und das ist, wo wir alle grundsätzlich starten. Etwas inspiriert uns. Vielleicht hast du Lehren gehört. Vielleicht warst du einfach nur in einer Klasse. Oder jemand sagte, hey, lass uns zu dieser Klasse gehen. Dieser Lehrer ist heiß. Das ist das, was im Yoga passiert. Jeder geht zur Yoga-Klasse, wo der Lehrer hot ist. Jeder von euch lacht. Du weißt und ich weiß. Die populärsten YSI-Lehrer sind die heißesten YSI-Lehrer. Das weiß ich. Aber vielleicht benutzen sie das, sie das benutzen, um dich für die Lehren, dass du dich von den Lehren angezogen fühlst. Wir werden darüber nicht heute sprechen, aber wir werden später darüber sprechen. Und vielleicht ist das eines der ersten Schritte. Und der zweite Schritt ist, es ist eine Form von Motivation oder die Handlung, so wie sie zu sein. Ich möchte das haben, was sie haben. Nun finde ich etwas hier. Ich habe etwas, was ich dir zeigen möchte. Okay. Okay, wartet einen Moment. YouTube is blocking the scene. I'll tell you what happens. So there's a movie called When Harry Met Sally. Es gibt diese Szene, wo Harry Sally trifft. Es ist eine sehr bekannte, ein sehr bekannter Film aus 1998, irgendwie aus, oder 1989, irgendwie aus der Richtung, genau, 1989. So here's the story. Okay, hier ist die Geschichte. Es gibt ein Paar, Harry und Sally. Sie sind noch kein Paar, weil es eine romantische Komödie ist. Und sie sitzen wie in einer Art Peachtree-Café. Sie haben ein Frühstück, so sieht es zumindest aus. Und sie sprechen über ihr Liebesleben. Und Harry, der von Billy Crystal gespielt wird, er sagt, niemand hat jemals einen vorgespielt. Niemand hat mir jemals einen Orgasmus vorgespielt. Ich weiß, wenn jemand das faken würde, wenn das vorspielen würde. Und Sally dann in diesem Restaurant hat sich entschieden, sie isst unterschiedliches Essen und sie
ungefähr eine Minute lang des Films spielt sie einen Orgasmus vor in der Mitte von diesem Café. Und sie, es ist wie, sie macht einen wirklich guten Job. Es ist so eine lustige Szene, richtig? Und Harry denkt einfach nur, ich kann nicht glauben, dass sie das tut. Und natürlich all die anderen Personen im Café gucken natürlich und sagen, was passiert hier gerade? So, dann schließt sie das ab und dann sie schaut sie ihn an und es ist so, sie nimmt eine Serviette und macht den Mund sauber von welchem Donut auch immer sie gegessen hat. Dann dreht sich die Szene zu einer älteren Frau auf der anderen Seite des Cafés und sie ist da und der Kellner geht zu ihr. Und die Frau fragt die Frau, was möchtest du haben möchte, was sie haben möchte. Und sie schaut den Kellner an und sagt, ich will genau das haben, was sie hat. Und es ist, was du immer du ihr gegeben hast, ich möchte ebenfalls diese gleiche Reaktion haben. Und es ist irgendwie vergleichbar. Diese Art von Aspiration. Verstehst du? Dieses Ich möchte das haben, was sie haben. Geh los und schau den Film. Er ist wirklich lustig. Und weil du sie siehst auf eine bestimmte Art und Weise und du siehst sie, dass sie eine bestimmte Qualitäten haben, Dinge, die du haben möchtest, dann bist du inspiriert, so wie sie zu sein. Also du fängst an zu lernen. Sie fangen an, dich zu lernen, lehren, wie du wie sie werden kannst. Du siehst etwas Gutes und sagst, das ist unter anders, das ist cool, ich möchte das machen. Und wenn sie sagen, dann versuchst du das auch zu machen. Und das ist der zweite Teil des Glaubens. Du versuchst, es zu tun. Aber es ist immer noch kein Glauben. Es ist kein voller Glauben. Und was ich über diesen Ausdruck meine, Glaube ist etwas, nicht, dass du es einfach tust, weil deine Eltern dir es gesagt. Also zum Beispiel, ich habe Glauben im Buddhismus, ich habe Glauben in mein Gott, du hast Glauben in deinen Gott, du hast eine Form von Glauben da drin. Aber die meiste Zeit, wenn die Menschen das Wort Glauben nutzen, dann benutzen sie es auf eine Art und Weise. Sie haben nicht darüber nachgedacht. Sie wiederholen es einfach oder sind ein Teil einer Gruppe, die sagt, ah, das ist das, worin wir überall glauben. Wir glauben an Demokratie. Wir glauben an was immer es ist. Ich glaube an meinen Kandidaten, ich glaube an deinen Kandidaten. Aber der zweite Schritt, da geht es wirklich hin, ich möchte wirklich inspiriert sein von ihnen. Ich möchte das, ich bin es und ich möchte es wirklich probieren. Und über die Zeit, dann hast du deine Erfolge und vielleicht auch deine Fehler. Du möchtest zum Beispiel lernen, das Piano zu spielen und dann legst du deine Hände auf die Tastatur, wollte ich jetzt gerade sagen. Und dann fängst du an, eben Piano spielen zu lernen. Und eventuell über die Zeit hinweg, dann fängst du an, diese Philosophie wahrzunehmen, dass du eben einfachere Lieder spielst oder einfache Akkorde spielen kannst. Und eventuell kannst du einfach nur dort sitzen und dann sitzt du hin und spielst dann Beethoven. Und das ist die gleiche Sache mit, weil du weißt, was zu tun ist. Du verstehst dieses Instrument, du verstehst die Geräusche, du verstehst die Zusammensetzung davon. Und was dann passiert, du gerätst dann
oder du entwickelst dich dann, dass es etwas Natürliches wird. Es ist, du hast es genug getan und du hast es dir genug bewiesen, dass niemand dir etwas anderes sagen kann. Wenn du einfach nur, es ist wie Tee in Wasser oder der Zucker im Espresso. Du bist einfach das. Du brauchst niemanden mehr, der dir etwas sagt. Du brauchst niemanden mehr, der sagt, hi, ich habe dieses neue System. Nein, du sagst ja, nein, mein System läuft gut, dankeschön. Aber es bedeutet nicht, dass du Menschen nicht zuhörst oder dass du deinen Geist schließt vor anderen Meinungen. Das ist es nicht. Aber du hast immer diese Erkenntnis, dass das der Weg ist. Und nichts kann dich für etwas anderen überzeugen. Und es ist nicht like diese Art, es ist nicht so wie diese Art zu haben, dass du diesen Glauben hast aus Blindheit oder einfach nur das folgst, was du gehört hast. Du hast es selbst für dich herausgefunden. Du hast es begründet. Du hast die 4 Schritte in die Praxis getan. Du hast all diese Dinge getan. Du hast selbst diese Ergebnisse gesehen. Du hast es nicht kopiert, weil jeder andere es tut. Nein, du hast es selber gemacht. Und das ist das, wo wir alle versuchen hinzukommen. Wir versuchen, zu diesem Ort zu kommen, ein Bodhisattva zu sein, dass es dann eine automatische Sache ist. Ein automatischer ACI. Automatisch. Vielen Dank, Sandra. Das ist Sally, die ihren Orgasmus hat an dieser Stelle im Chat, wenn du dir das jetzt gerade anschaust. Also wie kann es automatisch werden? Wie lebt ein Bodhisattva? Und das ist ebenfalls sind die Öffnungszeilen vom Diamantschneider-Sutra. Wie sollte ein Bodhisattva leben? Wie sollte einer sein? Wie wirst du ein moderner Bodhisattva? Nebenbei gesagt, jeder Bodhisattva ist ein moderner Bodhisattva, weil sie leben in ihrer Zeit. Das ist das Grund, warum ich das T-Shirt gerne mag. Aber wie bekommst du diese Haltung in dir? Weil du kommst nicht zu 12 LCI-Klassen, weil ich mache keine Späße mehr drüber. Du hörst es nicht einfach, weil du eine kleine Form von Hoffnung hast. Deine Hoffnung ist groß. Du hast eine große Hoffnung und du hast eine große Vision, wie die Welt sein könnte. Und Geshe Michael sagt etwas ziemlich Cooles letzte Nacht. Und ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Es war diese Form, oder ich hatte dieses Gefühl, wenn etwas Großes und Negatives passiert, wie lange bleibst du in dieser Selbstmitleid? Und wie lange braucht es, bis du deine Kreativität und deine Innovation nutzt, um mehr Wesen zu dienen? Was machst du, wenn es einen langen Krieg gibt? Was tust du, wenn deine Regierung sich verändert? Und du nicht magst, was passiert? Was ist, wenn dort eine Naturkatastrophe ist? Sagst du, oh meine Güte, meine Samen sind so schlecht? Oder gehst du los und sagst, oh, das ist interessant. Und so ist es wie heute. Wie können wir uns um andere Personen kümmern? Wenn wir nicht angefangen hätten, auf Zoom zu lehren während der Pandemie, dann würden wir das hier heute nicht machen. Und wir könnten einfach sagen, oh, unsere Samen sind doof, wir müssen einfach alleine zu Hause bleiben. Oder wir wurden kreativ bei ACI
Und wir dachten dann, welche coole Sache können wir jetzt machen? Oh, wir müssen alle zu Hause bleiben. Okay, lass uns ein Commitment machen, dass wir alle ACI-Klassen in allen Sprachen lehren. Und lass uns alles online machen. Ist das nicht süß? Oder mit Süße? Und es ist... Und das war eine große Sache, die sich daraus entwickelt haben. Viele von euch kamen zu ACI, weil wir das getan haben. Ja, die Pandemie war nervig, aber wir konnten auf dem Sofa sitzen und darüber weinen. Oder wir können einfach sagen, oh, lass uns losgehen und Menschen online lehren. Also was machst du in der Form von Katastrophe? Was tust du, wenn die Dinge nicht auf die gleiche Art und Weise funktionieren, wie die Art und Weise, wie sie gehen könnten? Und sage nicht, dass wir so eine schlechte Person sind, die es, ich bin eine schlechte Person, die das kreiert hat. Höre auf damit. Wenn wir das sagen, wenn das, was wir sagen, richtig ist, die Lebzeiten von guten und schlechten Leben, du warst alles bisher. Warum denkst du, kannst du träumen über alles? Dinge, die noch nicht mal aussehen wie dein eigenes Leben, weil du es zuvor bereits erlebt hast. Du hast all diese Dinge bereits zuvor erlebt. Aber du hast sie vielleicht vor Tausenden oder Tausenden Lebzeiten gemacht. Du bist jetzt keine schlechte Person, du hast vielleicht eine schlechte Samen. Wir alle haben das. Hier ist eine neue Möglichkeit. Verstehst du? Und wie kommst du zu diesem Zusammenhang? Das ist meine Frage für heute. Wie kommst du zu diesem Punkt, dass es ein automatischer Bodhisattva ist? Wie kommst du dorthin, sodass du dieses lebende Beispiel sein kannst? Wenn du in einen Raum kommst und jeder denkt, ich möchte das haben, was sie hat. Das bedeutet nicht, dass du in einen Raum gehen musst und einen Orgasmus faken musst, wenn du in einen Raum kommst. Das ist natürlich nicht das, was ich meine. Was ich meine ist, bist einfach wie du. Du bist wie du. Sei du. Und dann denken die Menschen, ich möchte, was die Person hat. Wartet einen Moment. Ich suche gerade etwas vom letzten Abend heraus. Okay. Wenn jemand in den Raum hineingeht und du denkst, wie haben sie, es sieht aus, als würden sie. Hast du jemals einen Yogi in den Raum hereinkommen sehen? Es sieht einfach nur aus, als würden sie über den Flur fließen, anstelle von gehen. Oder diese Person scheint so zu sein, als würde sie immer nur tanzen. Und was ich meine, ist nicht, du musst nicht wie die heißen YSI-Yoga-Lehrer aussehen. Was ich sage ist, du kommst hinein und deine Präsenz, die Person, die du bist und die Person, die du wirst, ist wirklich ein Kopfumdreher. Jeder guckt da hinterher. Und es ist keine Frage des Egos, das ist es nicht, was es ist. Es ist eine Frage, wie kannst du den Menschen einfach mit deiner Präsenz helfen? Du bist einfach nur durch deine Anwesenheit in dem Moment.
Du gehst hinein und setzt dich leise auf einen Stuhl. Und die Person, und du inspirierst die Menschen einfach nur, indem du du bist. Und das ist das, was ein Bodhisattva tut. Ich möchte etwas davon haben. Und dann findest du es heraus und siehst, oh, diese Person lehrt. Kommst du dieser ACI-Klasse oder zu dieser YSI-Klasse oder DCI-Klasse oder die ISU-Klasse, die Universität, was immer du interessant findest, zu den Mixnuts, was auch immer. Oder eine andere Linie, was die auch gut ist. Es macht keinen Unterschied. Weil so ist ein Bodhisattva. Ein Bodhisattva weiß, woher es kommt. Wie wirst du automatisch, wie bekommst du diese automatische Haltung in deinem Geist? Wie wird es etwas, was du bist? Du bist, es ist leicht und jeder sagt, ich möchte einen Teil davon haben. Und in vielen Arten und Weisen ist es harte Arbeit. Sitze für Stunden in Klassen, habe diese Ideen und setze dich selbst mit diesen Ideen auseinander. Sei der Teebeutel im Wasser. Und manchmal ist das Wasser sehr heiß und es ist unbequem. Und es kann schwierig werden. Erwarte nicht, dass dein Bodhisattva-Pfad, dass überall Ballons, Regenbogen und Einhörner sind. Manchmal ist es so. Und manchmal ist es schwierig. Dein Karma wird dich testen. Aber wie kommst du dorthin? Das eine ist, lege dich einfach ins Wasser, sei der Teebeutel im Wasser und das Wasser durchflutet dich oder du durchflutest das Wasser. Man weiß es nicht, vielleicht ist es beides. Und die andere Sache ist, deine Praxis, du musst es praktizieren. Du musst es machen. Wenn du nicht die Sache tust, dann wirst du nicht die Sache. Ich denke, es sind das vierte Gesetz von Karma. Das dritte Gesetz von Karma ist, wenn du es tust, bekommst du das Ergebnis. Das vierte Gesetz von Karma ist, wenn du es nicht tust, dann wirst du das Ergebnis nicht bekommen. Verstehst du? Wenn du sicher sein möchtest, dass du niemals die direkte Wahrnehmung der Leerheit haben wirst, dann meditiere nicht. Niemand zwingt dich, aber führe dein Buch nicht und betrachte nicht, wie dein Geist wirkt. Mache nicht die vier Schritte, mache nicht die vier Kräfte. Wenn du Sicherheit willst, dass du diese Erfahrung nicht hast, habe keinen Lehrer. Verstehst du? Wenn du es nicht möchtest, dann tu es nicht. Aber wenn du es möchtest, hier kommt oft Schuld mit rein. Wenn du es haben möchtest, dann tu es. Mach es einfach. Und dann kommt es all die Personen. Ich kann es nicht auf die Art und Weise machen, wie sie es tun. Ich bin nicht so ein guter Patient. Ich mache immer nur die Hälfte der Sache, die Tim sagt. Ich werde niemals dorthin kommen. Mache das nicht. Mache das ebenfalls nicht. Verstehst du? Du hast Dinge, du baust die Dinge aufeinander auf. Und dann wird es eine Gewohnheit. Das ist dann eine Sache, die du automatisch machst. Alles, was du machen möchtest, ist, wenn du aufstehst, dich hinsetzen und zu meditieren. Du möchtest dein Buch führen. Du möchtest schauen, wie du Menschen mehr und größer helfen kannst.
Der Grund, warum ich in dieses wunderschöne Haus umgezogen bin, du siehst gerade den Sonnenaufgang, in dem ich mehr Personen helfen kann. Und vielleicht bin ich ein bisschen weit gegangen. Vielleicht, weil Gesche Maike gestern angekündigt hat, dass wir Dinnerpartys und Lehren in meinem Haus haben werden. Aber ich dachte eigentlich, oh, ich möchte eigentlich hier alleine sein. Sei vorsichtig, wonach du fragst, ebenfalls. Aber ernsthaft, warum ich das Haus habe, ist, dadurch kann ich mehr Personen dienen. Ich kann Personen hier haben, ich kann Lehren hier abhalten. Es ist ein Ort, wo ich gerne möchte, dass Personen hierher kommen. Niemand ist zu meinem alten Haus gekommen und ich habe auch niemanden dort eingeladen. Nein, das ist nicht ganz wahr, aber es war eine andere Person, die dieses andere Haus gewählt hat. Aber was machst du? Was machst du hier? Bist du an einem Ort, wie soll ich das sagen? Dein Haus kann der Ort sein, wo du Erleuchtung erlangst. Warum würdest du es auf eine andere Art und Weise machen? Aber die Sache ist, das ist nicht der Gedanke, den ich vor 10 Jahren gehabt hätte. Aber nun denke ich, oh, ich möchte, dass hier tolle Dinge in diesem Haus passieren. Das ist der Ort, wo die tollen Dinge passieren. Ich habe dieses Haus besucht und dachte, oh wow, es ist einfach nur perfekt. Und es war einfach, alles war einfach. Aber eine andere Person mit anderem Karma kann es etwas komplett anderes sein. Und das ist der Punkt, zu dem ich hinkommen möchte. Jemand kann in dieses Haus hineinkommen und denken, wow, das ist blöd. Das ist nicht schön. Ich mag dieses Haus nicht. Jemand kann sich im Zoom jetzt einloggen und denken, wer ist dieser Idiot, der da gerade lehrt? Was ist das für eine Lehre? Das ist nicht gut. Diese Person ist nicht interessant. Und die Person lockt sich wieder hinaus. Hattest du diese Unterhaltung und die Person und du sprichst mit Leuten über deinen Lehrer und die andere Person sagt vielleicht, ich mag noch nicht mal, wie sie spricht oder wie die Stimme sich anhört. Und ich sagte dann, interessant. Also zu jemand anderem diese gleiche Blase, weil das bin einfach ich, treffend in Knochen. Und die Person da drüben, auch aus Knochen, ist für mich ein hoher Bodhisattva-Lehrer. Und für jemand anderen sehen sie das gleiche Fleisch und die gleichen Knochen und sie dachten, denken dann, wer ist dieser Scharlatan? Oder diese Stimme dieser Person nervt mich, ich kann auch nicht mehr an dieser Stimme zuhören. Also die meisten Personen, die dann machen, versuchen sich zu verteidigen. Oh nein, das ist so eine wundervolle Person, sie ist so freundlich, sie kümmert sich um Menschen, sie nehmen niemals Geld. All das Geld, was sie haben, geben sie weiter. Sie machen all diese wundervollen Sachen. Und eine andere Person sagt dann, was auch immer. Und dann wirst du ärgerlich und du möchtest dann beweisen, dass diese Person großartig ist. Hast du jemals jemand gedatet, wo die Menschen, deine Freunde, die Person nicht mochten? Vielleicht hatten auch deine Freunde recht, aber du wirst verliebt. Deine Freunde müssen nicht verliebt mit der Person sein. Aber es ist einfach nur ein unterschiedliches Karma.
Also, wie bekommst du das Karma, ein Paradies zu haben? Wie bekommst du das? Das ist doch die Frage. Also, du wachst am Morgen auf und denkst, oh, ich bin in meinem Paradies oder ich komme dem sehr nahe. Wo es einfach nur automatisch wird. Einfach nur eine automatische Sache. Und es war nichts anderes als das. Und das ist der Grund, warum wir Shantideva studieren. Das ist der Grund, warum wir Leerheit studieren. Weil Dinge waren niemals nicht leer. Die Dinge waren niemals auf eine andere Art und Weise da. Und wenn du diese einzige einfache Idee nimmst und sagst, dass diese Person ein Arya Bodhisattva, eine Emanation eines Buddhas ist, und zwar designed, um dich zu lehren. Und für jemand anderen ist es einfach nur eine ganz normale Person. Oder vielleicht sogar ein Blödmann. Was ist denn der Unterschied? Wie bekommst du diese Leerheitshaltung, die dich notwendigerweise zu einem Ort von Mitgefühl bringt, dass es dann automatisch wird? Wie kommst du dorthin? Wie bekommst du diese Haltung? Weil wenn du dann zu diesem dritten Level kommst, dann kann es niemand von dir wegnehmen. Diese Realisation können nicht dir genommen werden. Weil du es selbst machst, weil du es selbst gemacht hast. Und wie komme ich dorthin? Ich sage, wenn du nicht auf eine konstante Art und Weise zu praktizieren praktizierst, warum bist du denn hier? Und jeder ist auf seinem eigenen Ort, auf dem Pfad, also verurteile niemanden. Wir saßen bei YSI und Geshe Michael hat ein Soul-Crim, und zwar eine Completion-Stage-Praxis, das wirklich hohes Tantra ist. Und er hat es in einer offenen YSI-Klasse gegeben. Und ich habe jemanden darüber komplettiert. Ich habe 15 Jahre lang ACI studiert, um das zu lernen. Und jetzt sitze ich in einer Klasse und hier sind all diese heißen jungen Leute aus New York, die noch nichts gelehrt haben. Sie bekommen Completion Stage Praxis gelernt. Für mich war es wie mein erster Gedanke war, ich möchte es nicht, wollte es nicht teilen. Mein erster Gedanke war, ah, du verstehst nichts. Der Grund, warum du diese Lehren bekommst, ist, weil du das Karma hast, sie zu bekommen. Und du bekommst das Karma, sie zu bekommen. Du hast die Arbeit gemacht, du warst inspiriert, du hast die Motivation, dorthin zu kommen. Und dann geht dein Karma auf. Und dann denkst du darüber nach, dass diese neuen Studenten da drüben die gleichen Lehren bekommen. Wer sind sie? Du musst eine andere Schicht dem hinzufügen. Dein Lehrer ist leer, aber die Person da drüben ist nicht leer. Oh, diese Person ist nur ein selbstexistierender junger Student, der gar nichts weiß, aber jetzt Completion Stage Praxis bekommt. Du weißt noch nicht mal, was die Person in dem Moment gehört hat. Du kannst nicht beweisen, dass diese Person die gleiche Klasse gehört hat, die du gehört hast. Du hast keine Idee, was diese Person gehört hat. Diese Person hat vielleicht keine Completion Stage Praxis gehört. Vielleicht hat diese Person an ihren Freund gedacht. Verstehst du? Diese Person hat vielleicht
ein Banjavala bla bla gehört. Oder diese Person hat, ist vielleicht eine weitere Person eines perfekten Paradieses, die dich lehrt, dass du noch nicht herausgefunden hast, wo die Dinge herkommen. Diese Person ist gekommen, einfach nur spezifisch für dich, um dir zu zeigen, wie dein Verständnis in dem Moment wirklich war. Ein junger, heißer Yogini aus New York, die Completion Stage Praxis erhalten hat, die höchste Yoga-Praxis, die es gibt. Und sie haben noch nicht mal Karma und Leerheit studiert. Oh, wer hat Karma und Leerheit vielleicht nicht richtig studiert? Du solltest vielleicht zurückgehen zu ACI 12, ACI 5. Du solltest zurückgehen zu den Three Principal Paths. Warum verurteilst du sie? Je mehr du Verurteilung anderen Menschen entgegenbringst, je mehr blockierst du deine Fortschritte. Also, welche Haltung solltest du haben mit dieser Person? Sehen sie aus, als wären sie 20 Jahre jünger als du? Ja. Sind sie aus New York? Ja. Sind es heiße Yogini? Für mich vielleicht, für sie vielleicht. Sie sind einfach jung und heiß. Perfekt. Ja, sie sind all diese Dinge. Aber warum sehe ich es auf diese Art und Weise? Wenn du Leerheit lang genug studierst, kannst du sie betrachten und denken, was könnten sie noch sein? Jemand anderes denkt vielleicht, oh, diese Personen aus New York sind so arrogant, aber sie sind es nicht, aber es ist jetzt hier nur ein Beispiel. Diese Personen aus der Stadt, sie denken, dass ihre Stadt die einzige Stadt ist, die es gibt. Du denkst nicht, dass sie heiß sind. Du denkst es nicht, so wie die andere Person. Aber weil sie ebenfalls eine Leerheit haben, geht da vielleicht etwas anderes vor sich. Vielleicht sind sie auch eine Emanation eines Buddhas, einfach nur ausgesendet für dich, um zu testen, wie stark dein Verständnis ist. Oder vielleicht lehren sie dich auch einfach nur, dass du noch ein bisschen weitergehen musst. Also sind sie wirklich die 21-Jährigen aus New York oder sind sie wirklich eine Emanation eines Buddhas? Wer sind sie? Und das ist ebenfalls ein Punkt, wo die Personen in die Vajragana-Praxis fallen, weil sie sagen, oh, sie sind ein Buddha. Oh, wirklich? Sie sind ein selbstexistenter Buddha? Oh, jeder ist ein Buddha. Oh, jeder ist eine Imitation. Oh, jeder lehrt mich. Es ist gut, diese Haltung zu haben. Aber es ist ebenfalls wie, wenn du in der Selbstexistenz stecken bleibst, wächst diese Wahrnehmung, die Haltung wächst nicht in dir stark. Und die Haltung ist ebenfalls nicht selbstexistent. Und dieser Geisteszustand, der jemanden betrachten kann und das Potenzial sieht, alles sein zu können, kommt ebenfalls aus einem Karma. Es gibt keine selbstexistierende Haltung, wo du versuchst, irgendwo hinzukommen und dass du die Darstellung in den Lehren bekommst. Es ist nichts da, was eine Natur hat, irgendetwas zu sein. Und das ist der Grund, warum es eine Natur haben kann. Und Kathy sagt es sehr gut, wenn du es wirklich verstehst, dass die Person, die du wirst, dass du sehr offen und zugänglich wirst, du hast sehr viel Integrität.
Weil es zwingt dich, die Dinge zu sehen, zu verstehen, die du siehst. Was siehst du zuerst, den Buddha in den Raum oder siehst du die 21-Jährige, die Completion Stage Praxis erhält, obwohl ich 20 Jahre schon selbst studiere? Was siehst du zuerst? Sie sehen das zuerst. Das ist das Karma, was sich geöffnet hat. Und die nächste Sache, die herausgekommen ist, die sich geöffnet hat, oh, es gibt dort ein Potenzial. Es kann auch jemand anderes sein. Es sind zwei unterschiedliche Karmas, die aufgehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das ist der Grund, warum, wo deine Praxis hinführt. Was sehe ich wirklich? Was sehe ich wirklich? Du siehst nicht wirklich etwas zuerst, aber es erscheint dir und es ist real. Und es ist genauso unreal, wie es real ist. Du musst darüber nachdenken. Wie würdest du diese Person behandeln, den du leise in deinem Geist verurteilst und dann verstehst du, dass die Person ein Potenzial hat, jemand anderes sein zu können? Wie würdest du diese Person danach behandeln? Und ich meine zuerst, höre auf. Du solltest froh sein, in einer Klasse zu sitzen, wo dir jemand die höchsten Lehren gibt, um aus Samsara herauszukommen. Die schnellsten, die gefährlichsten, vielleicht potenziell absolut unglaublich. Und du denkst über andere Personen im Raum nach, aber ich wollte die erste Person sein, die es schafft. Großartig. Vielen Dank, Ego. Würde es nicht die Welt ein bisschen besser machen, wenn die Person mit 20 aus dem Laien herauskommt, als mit 60? Wäre es nicht ein bisschen schön, wenn du durch das Leben gehst und dass du gar nicht mehr leiden musst auf die Art und Weise, wie du hättest leiden müssen? Du müsstest denken, jawohl, einen guten Job gemacht. Klopfe der Person auf den Rücken, inspiriere sie. Gib ihnen mehr Hoffnung. Verstehst du? Wenn du es wirklich, wirklich verstehst, die Art und Weise, wie du Menschen behandelst, wird einfach. Du hast keine andere Wahl. Du hast keine andere Wahl. Natürlich hast du die Wahl, aber du willst sie in dem Moment vielleicht nicht. Aber diese Haltung, Leerheit bringt dich zu einem Ort, wo du alles hinterfragst, was du siehst. Sehe ich es? Ist es so da auf die Art und Weise, wie ich sehe? Oder kann ich es anders sehen, wenn anderes Karma aufgehen würde? Wenn ich ein anderes Karma hätte, was würde mir dann erscheinen? Würde es ein Krieg erscheinen oder würde es mir wie ein Paradies erscheinen? Das ist sehr schwer zu tun. Und viele Personen kommen nicht über den Punkt hinüber, weil der Krieg zu schwierig wird und weil der Krieg zu schwierig in ihrem eigenen Kopf und Herzen wird, weil es zu schwierig ist. Aber die Personen, die im Krieg sind oder in Kriegsgebieten, sie erhalten Entsagung. Sie verstehen die Tiefe davon. Also was kommt als nächstes? Wir haben eine wundervolle Klasse, die kommen wird, wahrscheinlich im Januar. Wir haben den Zeitplan für 2025 veröffentlicht. Vielen Dank. Wir werden eine wundervolle, schwierige Klasse im Januar starten zu lernen. Und zwar ACR 13. Wenn du dachtest, ACR 12 war schwierig, ACR 13
Ich versuche es auf eine Art und Weise zu lehren, dass es Spaß bringt. Aber es ist alles Logik. Es ist Logik. Diese Klasse ist extrem kraftvoll. Oh, okay, du stellst es in die Chat. Also die Klassen sind extrem kraftvoll, weil es dich lehrt, in der Lage zu sein, Leerheit anzuwenden, wenn du feststeckst. Es lehrt dich, all diese Ideen anzuwenden, wenn Dinge schwierig werden. Weil wenn du verstehst, wie du klar denkst, dann kannst du klar deinen Weg durch jede schwierige Situation navigieren. Das ist mein Pitch für ACI 13 heute. Möchtest du stärker werden? Möchtest du einen stärkeren Geist haben? Möchtest du ein stärkeres Herz haben? Das ist ACI 14. ACI 13 ist klares Denken. Aber dann bringt es dich in ein klares Herz. Und Natalia sagt, okay, gut, sei einfach nur verwirrt. Es macht nichts, ob du es verstehst oder nicht. Es ist gemeint, um deinen Geist herauszufordern. Es ist dafür gemeint, dass du auf eine andere Art und Weise denkst. Also wir werden im Januar damit starten und der Zeitplan wird sehr bald veröffentlicht werden. Also wir schließen Kurs 13, 14 und 15 ab nächstes Jahr, sodass du all die Inhaltskurse dann fertig hast. Dann im folgenden Jahr werden wir 16, 17, 18 machen. Und ich möchte das auch auf eine andere Art und Weise lernen. Also dieses Rückblicksjahr machen wir mit viel Spaß. Es ist wichtig, dass du durch das gesamte Material nochmal gehst. Weil dann diese Haltung beginnt, in dich tiefer einzusickern. Weil danach werden wir alle beginnen, den Diamantweg zu stieren. Dann musst du alle deine 18 Kurse fertig haben. Nicht fake fertig, sondern wirklich fertig. Weil es hilft, zuerst, Octavian, der Zeitplan ist heraus, aber jede Organisation wird, SEI wird bald den Zeitplan veröffentlichen. Also der Rückblick von all dem Material ist ebenfalls eine Art und Weise für mich, um dich besser kennenzulernen. Und es ist sehr schwierig. Es ist eine Schönheit da drin und auch eine Schwierigkeit in Zoom-Lehren. Erstens, wir kennen uns nicht wirklich. Wenn ich dein Diamantweglehrer werde oder du hast einen anderen Lehrer im Geist hast oder du denkst, ich bin es, aber in einer anderen Woche denkst du, ich habe meinen Diamantlehrer dort in einer anderen Klasse vielleicht getroffen, das ist okay. Du musst das etablieren, diese Beziehung mit jemand anderen etablieren. Wer ist diese Person? Vielleicht fühlst du, dass es jemand ist, aber du bist dir noch nicht ganz sicher. Du bist noch nicht ganz sicher, dass du es tun möchtest. Aber wer ist diese Person für dich? Und wenn du dich fühlst, dass diese Person jemand ist, der vielleicht nicht nochmal den Diamantweg lehrt auf die traditionelle Art und Weise, dann kannst du einen weiteren Lehrer finden, der vielleicht ein Substitute-Lehrer sein kann. Es gibt all diese coolen Dinge, die du tun kannst, aufgrund von Leerheit. Also, wir fangen an, da hineinzutauchen und die Dinge werden spannend. Also, ich bereite dich vor, was bald kommen wird, aber es ist noch ein paar Jahre hin. Aber diese Jahre werden auch sehr schnell vorbeigehen. Aber du brauchst diese persönliche Beziehung, anders funktioniert es nicht. Vielleicht ist es auch nur über Zoom, ich weiß es nicht. Verende dein Karma.
Aber wir sprechen im Januar, sind wir in der Lage, der Diamantweg wird nicht via Zoom gelehrt normalerweise. Es gibt diese Kraft, dass er in Person gelehrt wird. Aber das Coole ist, dass es auch anders vielleicht möglich ist. Also nur um den Samen für dich ein bisschen zu pflanzen. Wenn es etwas ist, was du tun möchtest, niemand möchte vielleicht diesen Weg gehen. Nicht jeder will vielleicht diesen Weg gehen. Vielleicht sind die 18 Kurse auch genug. Du kannst sie als deine Hauptpraxis machen. Aber du wirst dann trotzdem in die Diamantwegkurse eintauchen, sie erreichen, wenn du auf diese Art und Weise handelst. Hast du es verstanden? Ich möchte euch allen danken, dass ihr kommt. Also wir haben 50 Personen hier in der Klasse. Das ist schwierig. Wir haben mit über 120 Personen gestartet. Ich glaube, wir waren 150 Personen beim ACR 1. Das ist die letzte Sache, über die ich sprechen möchte. Du sei einfach nur glücklich, dass du in der Lage bist, dies zu tun. Sei glücklich, dass dein Karma dir erlaubt, dass du zu den Klassen kommen kannst, dass du in der Lage bist, hierher zu kommen. Das ist der erste Teil von Shantideva's Widmung. Es ist, denk einfach nur an die guten Dinge, die du tust. Und von Zeit zu Zeit, wenn ihr meine Studenten seid, dann sage ich euch, dass ihr gute Sachen macht. Manchmal mache ich das. Und ab und zu erinnere ich euch dran. Ich mache es aber auch schwierig mit euch. Aber ich mache es nicht, um schwierig für euch zu erscheinen, weil dein Karma mich wahrnehmen lässt, dass es vielleicht herausfordernd ist. Verändere dein Karma. Aber ich möchte, dass du darüber nachdenkst, dass es so eine große Segnung ist, zu so einer Klasse zu kommen, dass du in der Lage bist, diese Lehren zu hören. Das ist ein großartiges Karma. Die guten Dinge, die du Tag ein, Tag aus tust, sind es ebenfalls. Du denkst nicht wirklich viel über sie nach. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 7 Sprachen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 8 Sprachen einschließlich Englisch. Ihr Interpreteurs, ihr arbeitet so hart. Ein normaler Interpreteur arbeitet 20 Minuten und dann tauschen sie. Das ist normalerweise das Limit. Und ihr macht 1,5 Stunden oder 2 Stunden Klassen. Sei glücklich, rejoice da rein. Ihr teilt das Dharma mit so vielen Personen. Oder wenn ihr nicht viele Personen in eurer Sprachgruppe habt, ihr macht sie zugänglich für die Zukunft. Ihr bekommt diese Samen. Wenn ihr 80 Jahre alt seid und du kannst nicht mehr Interpreteur sein, aber du bist in einer Klasse, die du im Jahr am 22.11.2024 übersetzt hast, du bekommst die Samen dafür. Du bekommst sie immer. Guten Job macht ihr. All die technischen Personen, all die Personen, die jede Klasse aufnehmen in all den Sprachen, ihr macht die gleiche Sache. Eure Aufgabe endet nicht am Ende der Klasse. Ihr müsst das hochladen. Und dann haben wir Personen wie Anna, die all diese Dinge hochlädt zu YouTube. Und dann stellt sie es auf die Plattform und dann macht sie es zugänglich für allen, weil dann haben wir all die ACI-Mitarbeiter. Wir haben Laura Bodera, die gerade auf Spanisch übersetzt. Und sie ist unser Sprachmanager.
Wir haben Anastasia, die ebenfalls für ACI arbeitet. Wir haben ein gesamtes Team von Personen, die viele, viele Stunden damit verbringen, daran zu arbeiten. Wenn du nicht weißt, wie du in dich selbst rejoicen kannst, rejoice, was sie tun. Du bekommst 10% des Karmas. Ich argumente, du bekommst 100%, weil du bist derjenige, der es siehst. Weil du kannst jemanden betrachten und sagen, sie arbeiten hart, aber rejoice daran, was andere Personen. Wir haben Arina Kasakova, die überall in der Welt herum erscheint. Ich weiß nicht, wie sie überlebt. Ich weiß nicht, wie sie Geld macht, aber sie volontiert die ganze Zeit. Sie ist überall in ACI. Sie ist der Zeus Home. Sie organisiert so viel wie Zeitpläne. Rejoice in hier. Marina, rejoice in dich selbst. Und Svetlana ist ebenfalls hier. Ich kann sie sehen. Sie arbeitet vorrangig für Ale und sie macht Tonnen von Aufgaben. Sie sendet mir Nachrichten, um mich zu erinnern, an Dinge zu erinnern, weil ich nicht gut bin im Kalender. Wir haben Natalia Paschituna, die ihre Kamera nicht anhat, Natalia, aber sie verantwortet unser Teacher-Training. Und schau all die schönen Dinge. Und ich kann weitermachen. Es gibt weitere Personen, über die ich ebenfalls noch sprechen kann. Jemand, Kelsey möchte ACI helfen. Gina ist ebenfalls ein weiterer ACI-Volunteer und Mitarbeiterin. Sie ist großartig. Da ist Gina, hier ist sie. Oh, lass mich Gina spotlighten. Siehst du sie? Also, rejoice in all diese Dinge. Rejoice in all die Dinge, die die Person machen. Und das ist der erste Teil der Widmung. Rejoice. Rejoice in die Dinge, weil je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr wachsen diese Samen. Und das Zweite, wo tust du diese Samen hin? Ja, natürlich, sie gehen zu dir in dein Herz, das ist richtig. Aber was ist, wenn du sie weggibst, so gut du sie kannst? Wie kannst du diese Samen weggeben? Weil Dinge weggeben ist, daher kommen die Dinge, weil du es weggegeben hast. Und Shantideva hat es gibt ein wirklich großartiger Tipp da drinne. Wer ist diese Person, der dir am meisten hilft? Wer ist diese Person, die dir am meisten hilft? Ich denke an die Person in meinem Leben, die mich mehr und mehr lehren und trotzdem zur gleichen Zeit so mir erscheinen, als sie älter werden. Ich möchte nicht, dass mein Lehrer geht. Und meine Samen sehen es auf diese Art und Weise. Aber was ist, wenn ich die guten Samen, die guten Dinge, die ich tue, die guten Dinge, die ich sehe, zu ihrem langen Leben, dass diese wunderschönen, leeren Ideen in dieser Welt bleiben, und zwar von Leerheit und Mitgefühl, dass sie in dieser Welt bleiben, widme es ihrem langen Leben. Sende diese Samen aus, wie ein Strahl von Wasser. Wenn du wie eine Welle von Wasser, wenn du einen Stein ins Wasser fändest und du siehst die Wellen rausgehen, dass wenn du die Samen pflanzt, dass sie herausgehen aus deinem eigenen Herzen und sende sie zum Beispiel zu deinem Lehrer für ein langes Leben. Oder sende sie, möge es wachsen in die Dinge, die den meisten Menschen helfen mögen. Möge es in großer Weisheit und tiefen Realisation aufgehen, möge es eine Ursache sein für die vollständige Erleuchtung.
Und aufgrund von Leerheit kann jeder Same dies tun. Jede einzelne Dinge, die du sagst, denkst und tust, kann eine Ursache dafür sein, wenn du die richtige Haltung dahinter hast. Und dann habe ich 10 Sekunden vor dem Ende der Klasse abgeschlossen. Vielen Dank an alle. Und es bringt so viel Spaß und Freude, dass ihr alle hier seid. Und das lässt mich um 5.30 Uhr morgens aufstehen, bevor die Sonne aufgeht, weil ich weiß, ihr möchtet lernen und ihr möchtet hier sein. Also die Zeitpläne kommen schnell raus für das nächste Jahr und für das Rest des Jahres. Ich hoffe, dass ihr uns zumindest online in Kyoto zuschaut. Es gibt auch Rebroadcasts für die Zeitzone. Es werden großartige Klassen und ich hoffe, dass ihr alle daran teilnehmen könnt. Also, ich möchte euch nochmal allen Danke sagen, dass ihr das tun möchtest. Wir gehen nun ins nächste Jahr mit ACL 13. Also nochmal vielen Dank. Und bitte sagt auf Wiedersehen zueinander. Und ich wünsche euch allen ein wundervolles Jahresende und wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Please stay. Thank you.